Mein größtes 1-Million-Abo-Gewinnspiel läuft momentan in vollem Gange. Jeder kann auch mitmachen. Insgesamt werden 330.000 V-Bucks verlost im Wert von 3.000 Euro. Mit dem ersten Link in der Beschreibung kommt ihr zum Giveaway. Meldet euch damit irgendwas an. Am besten geht ihr auf den Brief. Da müsst ihr nur kurz eure E-Mail angeben und noch ein Bild von eurem Itemshop hochladen, bei dem ihr den Code CRANCHX-ROY benutzt. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr am Gewinnspiel teil und ihr habt die Chance auf einen Gewinn. Ihr könnt eure Chancen auch noch steigern, indem ihr Bilder auf der Seite hochladet, bei denen ihr mich supportet. Für die genauen Informationen checkt den zweiten Link in der Beschreibung ab. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich alles ausführlich einmal erklärt habe. Viel Glück an alle und ich hab euch lieb. Crunch Roy, Leute, und heute werden wir das erste Mal in Fortnite curlen. Hier seht ihr die gesamte Curling-Strecke und ich werde euch erstmal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht hier, es gibt verschiedene Bereiche und diese sind genau auf die Seltenheit in Fortnite angepasst. Das heißt, erst kommen mal grau, danach grün, dann blau, lila und ganz hinten gold. Und auf der gesamten Strecke könnt ihr auch sehen, dass hier verschiedene Münzen verteilt sind. Und um hier gut abzuschneiden, gilt es in beiden Sektionen gute Ergebnisse zu erzielen. Wieso das so wichtig ist, werde ich euch jetzt erklären. Also es gibt hier verschiedene Truhen. Erstmal die hier im weißen Bereich, dass wenn man jetzt nur hier bis zur grauen Zone kommt und zum Beispiel eine Münze bis dato gesammelt hat, kann man nur diese Kiste öffnen. Und natürlich geht es von den Waffen bzw. von den Inhalten dann immer mehr hoch. Und wenn man jetzt zum Beispiel bis in den letzten Bereich kommt und aber 6 Münzen hat, kann man auch die hier öffnen. Das heißt, die Strecke, die man hier zurücklegt, wird entscheiden, von welchem Bereich man sich hier Kisten gönnen darf. Wenn man es jetzt zum Beispiel hier in den Lilanen schafft, aber trotzdem nur eine Münze hat, kann man eben nur diese hier aufmachen. Und wenn man dann 5 hat, kann man eben diese aufmachen. Also eigentlich auch ganz easy. Ich denke, ihr werdet das alle schnell verstehen. So Leute, dann hätten wir damit heute die Regeln geklärt. Und mit dabei sind heute einmal der Eichel. Hallo, was geht ab? Danke. Einmal der Crancho. Crunch Roy, Leute, ich bin heute auch von der Partie hier mit dabei. Und der Obito. Moin, grüß euch. Und Obito hat uns hier auch die Map eben mal zusammengeschustert, hat hier den ganzen Curling-Curse erstellt. Und ich würde sagen, komm, wir verlieren keine Zeit, Leute. Wir fangen direkt mal an, komm. Okay, ich werde mal die erste Runde spielen und wenn wir die Münzen einmal eingesammelt haben, dann sind sie eben auch nicht mehr da. Also man muss sich auch genau überlegen, was man hier macht und welchen Spielzug man begeht. Und man muss auch die Münzen laut mitzählen, denn, ja, ihr werdet es schon sehen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Nee, die habe ich nicht. Aber 5 Münzen bis jetzt. Ist schlecht. Ja, ist gut, ist gut. Und im Goldenen, im Goldenen. Oha. 6 Münzen. Oh, es läuft gut. Okay, 6 Münzen und im Goldenen. Das ist wirklich Top-Leistung, ey, ganz ehrlich. Weil da werde ich mir mal gleich eine Kiste dann gönnen. Man darf doch nur nach links und rechts gehen. Ja, ja, ich bin auch nur nach links und rechts. Okay, also ich werde mir hier die Goldene gönnen. Ich habe es bis zum letzten Bereich geschafft, deswegen kann ich die hier wählen und habe auch 6 Münzen gehabt. Und wir können gleich mal die beste Kiste uns gönnen. Alter, das war ein Mega-Run. Die goldene Pumpgun ist hier einfach drin. Macht euch auch was gefasst, Leute. Wir werden dann noch ein Battle machen mit den Waffen. Okay, dann lege ich mal los, ne? Okay, Goku, komm. Guten Curl wünsche ich dir. Danke, mach's das Beste lieb. Draus, wirklich. Sammel Münzen und komm am besten in den goldenen Bereich. Komm, let's go. Zähl mit die Münzen. Okay, 0. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, er ist noch dabei. Pass auf vor der Falle. Eine habe ich okay. Erwischen können. So, Goku, da kommt da unser Gewinner. Du hast jetzt hier, ne, die lila Stage erreicht. Das heißt, du darfst jetzt, du hast jetzt eine Münze hier als Budget und dir steht zur Verfügung diese Kiste. Kannst nehmen, kannst dich entscheiden. Oh! Ey, wie geil, das ist doch erst ja, mega, eine neue Waffe, ne? Revolver mit Steve-Ventrohr, sehr geil. Nee, das ist cool, danke. Als nächstes wird der Eichel hier sein Curl hinlegen. Wird meine andere Route laufen. Andere Route ist auf jeden Fall. 1, 2. Oh. Wow. Okay, wie hat das? 2 Münzen. Aber du warst im Goldenen. Du warst im Goldenen. Und da kommt unser Profi-Curler. Also, du hast 2 Münzen gesammelt. Du darfst dich jetzt hier zwischen den 2 entscheiden. Ich glaube, ich kann dir auch 2 mal 1 nehmen. Nee, das geht leider nicht. Oh, die AK. Ist ordentlich. Oh. Ist ordentlich. So, da kommt da der Obito. Ah, Digga, wie viel hast du? 3? 2 Münzen und im blauen Bereich. Ja, nehme ich die 1 oder die 2? Ja, was wird du nehmen, der Ich weiß selber gar nicht, was drin ist. Ich nehme die 2. Oh, okay. Ist nicht schlecht. Das ist nice. Maschinenpistole, kann man nehmen. Okay, der zweite Durchgang beginnt und jetzt wird es interessant, denn ich habe ja die linke Seite hier schon abgegrast und muss mich jetzt für einen anderen Weg entscheiden, wenn ich noch hier 4 Münzen erwischen will. Komm, let's go. Die goldene Mitte ist die beste Mitte. 1. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist hier nur passiert? Ich darf aber immer noch links und rechts. 2.
Oh, komm schon. Boah. 3. Es läuft, es läuft. Oh nein. Okay, nur 3 Münzen und in Bereich 2. Nicht der beste Curl auf jeden Fall. Besser als eine. 3 Münzen und im blauen Bereich. Ich würde sagen, ich nehme die für 3 ganz. Ich nehme die teure hier. Und, oh, die Double Desert Eagle hier am Start. Komm, nehmen wir mit. Okay, ich werde mich für den rechten Weg entscheiden. Okay. Curl for the life. Curl um dein Leben jetzt, komm. 1, 2, 3. Digga, ja. Jade. Oh. Drablau. Mich stoppt's. Das Drablau. War's dann, oder? Ich hab's gestoppt. Drablau. 3 in blau. Goku hat bis jetzt nur die Pistole mit Ziefer entthront, ist hier 3 Münzen auf blau gekommen. Das heißt, ja, Goku, also die 2 sind schon weg, ne? Du musst dich leider für die 1 entscheiden. Dann nehmen wir die nehmen. Doch mal. Oh, guck mal. Sehr geil. Da habe ich schon mal 2 gute Pistols. So. Okay, der Eiche steht in Startlöchern. Da ist leider da 1, los. 2. Oh, 3. 3. Oh, die nehme ich auch noch mit. Oh, komm, da kommst du noch raus. Komm. Ja. Okay, passt. Oh, was er hier macht. Ja, wie der curlt, ne? Wie der curlt. Hier. Der hat einen richtigen Curling-Trick hier. Oh. Ich glaube, das war's, ja. Okay, aber... Hier in 3, also 4 in blau. Oder nee, das ist lila. Nee, das war lila schon. Oh yeah, man. Eiche, ne? 4 Münzen hier in lila. Da gönnt er sich die 4, oder? Täuscht er nur an. Oh. Eine Farmers. Nicht schlecht. Lila eine Farmers. Und eine goldene AK. So, der Obito ist schon in den Startlöchern hier hinten. Da wartet er. Und da geht er los. Wow, wie er da durchheizt, ne? Boah, sieht gut aus, Boah, aber im goldenen Bereich. 3 Münzen in Gold. Die 3 ist noch zu und die 1 sogar auch. Also kannst du dich hier wieder frei entscheiden, Obito. Ich nehme die 3. Da gönnt er sich die 3, ja. Und das wäre das Riesengewehr. Damit hätten wir nochmal einen Durchlauf. Ich würde sagen, einen Durchlauf machen wir noch, oder? Jo. Und dann gehen wir in die Schlacht. Jo. Okay, da werde ich jetzt hier meinen dritten Versuch machen. Ich weiß noch gar nicht so recht, wo ich lang gehe. Aber ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen durch die Mitte. Und danach, ey, dann ziehe ich richtig rüber. Pass mal auf. 1, 2. Oh, die Falle hat mich gehittet, aber ich glaube, ich war Gold. Ich bin Gold gegangen. Ja, 2 Gold warst du. Ja, du bist Gold gegangen. Ja, komm, die nehme ich mir. Ganz ehrlich, da bin ich auch glücklich drüber, oder? Dass ich es erreicht habe in Gold. Nehmen wir. Oh, Alter. Neue Shotgun. Das ist ein Teil. Double Shotgun hat. Neue Shotgun. Hey, ich hab die neue Shotgun. Okay, Gogus letzter Durchgang. Dann curl ich mir mal einen ab. Curl dir, komm, curl dir. Eine. Mhm. Da, ja. Aha. Hier rüber so. Oh. Oder links so. Ah, linker Weg ist gut. Dann nehme ich mir die hier. Ja, 2. Oh, 2 Münzen schon. Oh, eine Speedboost, komm. 3. Zieh rüber. Wow. Tot. Aber 3 in 3. Und Goku, dieser Curl, hat dich ins Traumfinale befördert. Du hast die Auswahl aus 2 Kisten hier. 2 oder 3. Welche wird es sein? Ich nehme die 2. Oder doch die 3. Oh, jawohl, eine Double Pistol auf jeden Fall. Der hat nur die Pistols, der Goku am Start. Yeah. Sehr geil. Doch, mega. Ja, geil. Das sind gute Voraussetzungen auf jeden Fall dann gleich, ne? Ja. Okay, der Eichler ist das nächste dran, gell? Und los geht's. Und let's go. Der Eichler, der kommt gut. Oh! 5. Boah. 5 in 3. Das ist krass, Mann. Boah, da kann er sich die Kiste noch gönnen. Alter Eiche, was war das für ein Curler? Digga. Was war das für ein Curling-Move? Das ist ja unglaublich. Du bist ja mega, der Curler. Also die Mitte gefällt mir gut, weil da sind viele in der Mitte. Also Eiche, freie Wahl hier im blauen Bereich. Die 2 oder die 5 ist noch zu vergeben. Ah, ich glaube, ich nehme die 5. Oh, Minigun. Packt der aus, Alter. Nee, das ist gut. Ist gut, doch. Dann kommt als nächstes Obito. Obito. Ich glaube, ich mach das mal hier mit links. Ja. Er geht's mal also von links an hier, der Obito. In der letzten Runde, ne? Da muss jetzt was kommen, Obito. Ich will dich ja nicht unter Druck setzen oder so. Da muss jetzt echt ein geiler Curl kommen. Komm, hau mal den Curl jetzt raus. Los geht's. Der Obito holt aus. 2. Und curlt hier wie ein Weltmeister. 3 Münzen hat er schon. 4. Oh. Kommt die 5. Was ist ein Movement? Alter, was hat er für ein Movement? Nein.
Okay. Alter. Der gehört ja schon sein Leben lang aus. Aber das fünf war Münzen lila, ne? In vier. War das war Gold, Alter. Das war Gold, echt, Mann. Du bist Gold gegangen, Obito. Ah, krass, ey. Geil. Goldstatus. Das war echt krass geil. 4 und 5. Die steht alle Auswahl zur Verfügung. Komm, Obito. Diesmal nehme ich die... Ja. Die 4, okay. Oh, da zieht er die Scar raus. Das gibt's ja nicht, ey. Die stärkste Waffe bis jetzt. Und die... Goku hat's einfach geklaut. What? Goku, stopp! Ey, das gibt's ja nicht. Der Goku klaut die Scar einfach mal. Ich würde sagen, wenn das schon so ist, wir klären das jetzt auf dem Schlachtfeld. Okay, die Regeln sind simpel. Jeder hat 3 Leben und derjenige, der mit den meisten Kills rausgeht, hat hier gewonnen. Also man muss auch offensiv spielen, um hier Kills zu machen. Und ich würde sagen, Jungs, es geht genau jetzt los. Also Feuererlaubnis ist erteilt. Ihr könnt aber jetzt ballern, wir können bauen, wir können alles machen, nice soweit, ne? Der ballert schon, hart hier, ne? Der ballert schon hart. Da ist er schon wieder bei mir. Ja, da bin ich schon wieder. Geh weg! Hey, warum schießt du auf mich? Oh, wie er baut hier, ne? Also mach ich meine Regeln, Goku. Der ist echt heftig. Ach so. Nein! Oh, sehr gut, sehr gut. Cocky. Oh, da kommt der Eiche nochmal. Er will es halt wissen, der Eiche. Der will halt echt gegen mich antreten, hier mit den 2 Pumpguns. Aber kannst du haben, Digga, kannst du haben. Komm mal hoch auf deinen Meter da auf den Highground, komm. Boah, Digga, wie der baut, ne? Alter, der ist so krank, dieser Eiche, ne? Oh, ich hab die Treppe. Ich hab die so gebaut. Okay, danke, so gebaut. Ist nett. Das lieb, danke. Ein Ding. So, okay, du bist weiter oben. Kein Stress mit euch, Jungs. Aber Fallschaden ist auch an, ne? Du musst aufpassen, Eiche, dass du jetzt nicht hier gleich den miesen Fallschaden bekommst. Den jeder ja so fürchtet. Editier das nicht. Hallo, Crunch. Alter, ich hab Eiche noch geholt. Ihr habt mich 2-mal geholt, Mann. Meine Pumpgun, die hatte einfach so eine Abklingzeit. Okay. So, mal gucken, wo hier die nächsten sind. Egal, nein, geh weg. Nein! Oh. Nein. Hätte man Fallschaden bekommen. Boah, das war mies. Eiche, das war richtig mies von dir, ganz ehrlich. Da wollte ich dich holen und du killst mich einfach. Boah, ich hab aber immer noch meine 2 Kills. Das ist schon stark, Eiche, du bist schon weak, ne? Schön weak, der Eiche. Nein! Wo befindet er sich denn? Oh, sehr gut. Den musste ich mir noch holen. Also Eiche, der ist jetzt erstmal weg vom Fenster, ne Leute? Der wird nicht mehr kommen. Ich weiß nicht wieso. Also ich bin jetzt tot. Oh, da hat dann gesniped den Goku. Leute, das war es dann von meiner Seite, aber... Okay, aber immerhin hast du wie viel Kills, Digga? Like wäre cool. Ich hab 1 Kill. Ja, ich brauch noch ein paar Kills, Goku. Ich bin jetzt erstmal noch ein bisschen woanders. Ich könnte dir einen geben, so. Ah, nee, ich geh mir kurz zum Obito und frag ihn, ob der noch einen am Start hat. Okay. Ja, der hat noch einen. Also, jetzt kommst du. Danke, Goku, du kommst gemacht. Noch. Ich hab ihm noch so 42 Geld gegeben, so dass du den leichter holen kannst. Okay, sehr gut, danke, Goku. Ich muss hier jetzt echt, ne, Goku, du weißt, ich muss auf Nahkampf gehen. Du kennst die Lage von mir. Ich hab nur 2 Pumper und halt, ne. Ja, ich hab die Pistolen. Hä? Digga, du bist da hier ganz weit oben, du willst jetzt ja auf den Highground gehen. Ich werde dich jetzt mal unten wegschlagen, weil Fallschaden ist da an, dann bist du gleich tot und ich hab den Kill und gewonnen. Okay. Nee, das ist doch cool. Alter, der Obito lebt noch! Wow, Obito, sag mal an, ey. Der kommt dir einfach so um die Ecke, Digga. Sag mal. Also bei mir sieht jetzt nicht mehr so gut aus gerade. Ja, Obito lebt einfach immer noch. Wie viel Leben hat der, Digga? Das ist voll krass. Ich dachte, der wäre schon längst weg. Ja, ne, der. Alter, man hört nichts von dem, ne? Der geht eher auf Undercover, aber das klappt schon gut. Digga, was der jetzt hier gemacht hat bis jetzt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, mein Freund, Digga. Nein! Das war's. Digga! Ich hab Begleiter ist aktiviert, ne? Ich hab aus Versehen gedrückt. So. Ich habe einfach immer noch das letzte Leben. Nein, okay, komm. Ich hatte nur die 29 HP, aber okay, gut. Wie viele Kills hast du, Goku? Wo? 2 Kills. Obito, wie viel hast du? Ein. Ein Kill und der Eiche hat auch 1 Kill. Ich habe mir hier die 5 Kills genommen, Digga. Also im Curlen bin ich eigentlich große Klasse. Aber Fortnite, da bin ich noch etwas aus der Übung, weil war beschäftigt mit Liken deiner Videos. Danke. Ey, Eiche, du bist so korrekt, ne? Eiche liked halt die Videos immer, das schätze ich ja auch voll an dem. Deswegen ist er auch immer hier dabei. Aber du hast kein Leben mehr, oder was, Crencho? Nee, es ist Ende. Es ist echt Ende. Aber dann bin ich ja der Überleber, so. Also ich habe Ja, du bist der Überleber, das heißt, du hast noch einen Bonus-Kill. Das kommt dann auf 2, 3 Kill. Ah, okay, Digga, das reicht halt leider trotzdem nicht.
Aber trotzdem schade. Nicht schlecht, Goku. Ich finde es cool, dass du überlebt hast. So. Nee, finde ich cool. So, Leute, das war's mit dem Mega Curling Event. Ich hoffe, die Idee dahinter hat euch gefallen. Ich fand's ziemlich cool. Leute, wie fandet ihr es? Geil, Alter. Mega, richtig geil. Ist doch cool. Vergesst auf jeden Fall nicht, euch die kostenlose Tarnung zu holen, Leute. Crunch X-Roy in eurem Shop eingeben und schon habt ihr die. Bis zum nächsten Mal. Euer Crunch Roy.